Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ein besonderes Video, Nadine ungeschminkt. Warum? Ja, warum nicht? Nein, es geht darum, es handelt sich um ein Wanderpaket und ich war heute unterwegs und bin spät wieder nach Hause gekommen und erst dachte ich so, ach nee, drehst es morgen ab, aber nein, ich bin ja so neugierig, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, nach der Dusche eben, Haare trocken geföhnt, Creme ins Gesicht und jetzt sitze ich hier vor euch. Wir haben mittlerweile schon fast 21:30 abends, aber ich habe hier alle Lichter und Softboxen aktiviert, um jetzt dieses Video abdrehen zu können. Und ich freue mich sehr. Ja, und jetzt hätte sich das Schminken nicht gelohnt und ja, ich finde, es geht noch, oder? Ja, ihr Lieben, eine Wanderbox. Ich mache das allererste Mal jetzt bei dieser Wanderbox mit oder Wanderpaket. Ganz, ganz viele liebe YouTuberinnen machen da mit. Vor mir waren schon, ja, einige dran, schon über die Hälfte. Wer das alles ist, die verlinke ich euch alle hier in der Infobox. Da könnt ihr euch das alles anschauen, wer schon vor mir dran war und ja, wo die Box dann halt noch hinwandert. Nach mir ist jetzt noch meine Maus Nadine dran. Dann geht es, glaube ich, noch zu der lieben Sanni. Und Sanni schickt es nämlich wieder an die liebe Franzi vom Kanal Erdbeerliese. Und die liebe Erdbeerliese hat das Ganze quasi gestartet. Sie hat die Wanderbox losgeschickt und bei ihr landet die dann auch wieder. Und dann, denke ich mal, wird die liebe Franzi bestimmt ein tolles Video drehen, wo sie dann, ja, nachschaut in der Box, was ist jetzt drin noch, was sie losgeschickt hat. Ist vielleicht alles weg, wurde alles ausgetauscht. Es bleibt spannend. Ich freue mich riesig, dass ich dabei bin und mitmachen durfte. Und es geht jetzt so, ich zeige euch jetzt also dieses Paket, das ist 10 Kilo mindestens. Mega, mega schwer. Ich konnte es kaum hochtragen. Und in diesem Paket sind verschiedene Boxen. Zum Beispiel habe ich die erste schon vor meiner Nase. Das ist eine große, so eine DM-Box. Da steht jetzt drauf Dusche und Haare. Und da kommen noch weitere Boxen. Ich zeige euch jetzt, was ich mir rausnehme. Ne, die ganzen anderen Produkte zeige ich euch nicht extra. Das seht ihr hinterher bei der Erdbeerliese oder habt ihr auch bei einigen schon gesehen. Ich mache es jetzt so, ich nehme das raus, was ich gut finde, was ich toll finde, was ich haben möchte und ersetze es hinterher auch ungefähr. Ja, packe halt was rein von mir und würde sagen, wir starten jetzt mit dieser Box Dusche und Haare. Ja. Und die liebe Sandra, wir haben das immer so gemacht, dass es dann nochmal ein extra Goodie gibt von dem vorherigen. Die liebe Miss Kushi, die liebe Sandra, war vor mir dran, hat dieses riesen Monsterpaket zu mir geschickt und hat mir dann auch ein Goodie reingepackt. Ich zeige es euch schon mal. Und zwar in so einem wunderschönen Täschchen. Und hier steht ein Zettel drauf für Nadine von Alles Liebe von Sandra. Das hat sie hier so schön zugemacht mit so einer Klammer und da gucke ich dann mit euch zum Ende rein. Ja, das hebe ich mir auf bis zum Schluss. Und ich schicke das Paket ja nach Nadine und da packe ich ihr auch noch ein Goodie rein. Das zeige ich euch aber nicht. Das soll eine Überraschung bleiben. Da müsst ihr hinterher bei Nadine auf dem Kanal gucken. Die wird es ja dann zeigen. Okay, ich würde sagen, wir starten. Ich gucke jetzt mal hier rein in die Box. Ich mache mal eben den Deckel auf. Ach so, jetzt guckt, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Hier in dieser Box ist nochmal eine Box hier. Da steht drauf Kosmetik geswatcht. Genau, wir haben nämlich, glaube ich, eine Box mit neuer Kosmetik, also unbenutzte. Und das hier ist dann geswatchte Kosmetik. Und hier neben liegen wahrscheinlich die Dusch- und Haarprodukte. So, ich gucke jetzt mal schnell da durch und zeige euch jetzt sofort, was ich mir ausgesucht habe. Wir fangen erstmal an mit den Sachen, die hier so ringsrum liegen und kommen dann gleich zur Box mit der geswatchten Kosmetik. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück, habe jetzt alles in Ruhe mir angeguckt und ja, als erstes, ich komme als erstes mal zu dieser geswatchten Kosmetik. Die war ja pickepacke voll. Das Päckchen geht ja jetzt nach Nadine und leider ist der schon zerbrochen bei mir angekommen. Das ist ein Lidschatten von Catrice. Seht ihr das? Ja, ich will das jetzt nicht öffnen. Das war die Lala Berlin LE. Den habe ich aber auch schon. Nur, ich will es nur gesagt haben, der war schon bei mir kaputt. Ich lasse ihn jetzt auch drin. Vielleicht möchte den ja jemand haben und kann ihn sich dann pressen. Ne? So, und jetzt zeige ich euch. Ich habe jetzt mir ausgesucht aus der geswatchten Kosmetikbox das Uma Rouge Puder. Das war da drin.
Und ich liebe ja Blushes und das ist nämlich die Farbe 02 Romantic Rose und das ist so ein schöner Rosenholzton. Ja, ich zeige es euch kurz. Wunderschön. Und dann, ja, die musste ich mir einfach da rausnehmen. Dann habe ich mir mal was Großes genommen. Und zwar Essence Sun Club Matt Bronzing Puder. Ist zwar wohl eher was für Blonde. Also hier steht drauf blond. Aber ich weiß nicht, ich fand die Aufmachung so schön. Und ich finde auch, ja, der riecht nach Kokos. Oh, lecker. Und ist so ein bisschen orangestichig zwar, aber sehr, sehr schön hell. Und ja, fand ich irgendwie total klasse. Und ich dachte, komm, nehme ich mal ein großes Teil da raus, weil es wird eng. Ich hoffe, ich kriege das alles wieder da rein. Und als letztes habe ich mir aus der geswatchten Kosmetikbox, ich liebe ja Paletten und so, und von Wet n Wild die 395A The Naked True, diese schöne Palette. Da ist sogar ein Pinsel mit dabei und das sind so schöne, ich zeige es euch mal, wenn ich es aufkriege. Ich kriege es nicht auf. Naja, aber man sieht es ja, das sind so Grüntöne, helle Farben, Brauntöne und ich finde die Palette wunderschön. Und von Wet n Wild habe ich, glaube ich, bisher nur zwei Paletten und ja, ich finde die klasse und deshalb musste die mit. Ja, die drei Sachen habe ich mir rausgesucht. Dafür packe ich jetzt rein. Ich hatte ja das quasi das Uma Blush und ich habe mich entschieden für einen Essence Blush aus der Viva Brasil LE. Das packe ich da rein. Das ist so ein schönes, helles Rot. Und ja, ich habe noch andere Rottöne und habe mich dann schweren Herzens davon getrennt. Nein, ich mache es natürlich gerne. Ja, der kommt in die Kiste. Als Bronzer habe ich reingepackt von, oder packe ich rein von Catrice den Sunglow Matt Bronzer. Das ist dieser hier. Auch wunderschön, das ist die 020 Deep Bronze, also es ist eher ein etwas dunklerer Ton. Der kommt und quasi, weil ich mir die Palette rausgegriffen habe, packe ich rein von Terra Naturi Naturkosmetik diese wunderschöne Palette. Die hatte ich nämlich doppelt. Ja, die habe ich doppelt bekommen. Und das ist die 03 Quattro Glamorous Taupe, das sind wunderschöne Farben und vielleicht gefällt es ja noch jemand von den Mädels. Habe ich nicht oft benutzt, weil ich dachte, ich hätte die nur einmal und dann gucke ich auf einmal meine Sammlung durch und denke, hoppala, die hast du zweimal. Und ich finde die schön und vielleicht freut sich ja ein Mädel, eins der Mädels, die noch kommt. Ja, das ist die geswatchte Kosmetik. So, jetzt war da ja ringsherum noch so, ja, hier steht drauf Dusche und Haare. Ich hatte mich gewundert, weil in der Kiste Dusche und Haare war jetzt auch sowas wie ein Primer und eine, ja, und ein Make-up. Also vielleicht ist da mal aus Versehen was durcheinander gekommen. Egal. Ich habe mir ein Produkt rausgesucht und zwar von Bachblüten Rescue Creme. Ich kenne ja diese Tropfen, ne, zur Beruhigung, die man einnehmen kann. Diese Bachblütentropfen. Und das ist eine Creme. Da steht jetzt drauf, die ist wohl für die Haut. Hier steht drauf, für beanspruchte Hautstellen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, ja. Und ich habe mir gedacht, ich packe mir, weil das ja hier steht ja drauf, Dusche und Haare. Und beim Duschen kann man sich ja auch rasieren. Und ich packe rein ein noch unbenutztes Rasiergel von Balea Pink Grapefruit. Das ist diese kleine Reisegröße. Ich hoffe, ich kriege das noch in den Karton. Aber ich habe das selber in groß und finde es klasse vom Duft. Schön erfrischend. Und ja, man muss sich ja auch mal ab und zu rasieren. Und deshalb packe ich das da rein. Und somit hätten wir die erste Box quasi, ja, durch. Und ich würde sagen, auf zur nächsten. So, ihr Lieben, als nächstes hatte ich hier die Box, so eine Glossy Box ist das, und da sind Nagellacke drin. Ja, ihr wisst, ich habe sehr viele Lacke, ich liebe Nagellacke. Bin die Kiste durchgegangen und habe mir zwei ausgesucht. Und zwar kenne ich diese Firma nicht, Indigo, die Nummer 139, das ist so ein zarter Rosenholz, ja, so seht ihr den Schimmer. Ich fand diesen Schimmer sehr, sehr interessant. Deshalb musste der mit. Oder deshalb habe ich mir den rausgesucht. Und dann habe ich mir noch für diesen kleinen Zwockel hier entschieden. Das ist, bin ich, ja, ich dachte gerade, die Kamera hätte nicht scharf gestellt. Vom P2 aus der Nightlife LE, Keep Dancing. Die 201 Fantastic Night. Und ja, das ist so blau-lila und hat auch so einen metallischen Schimmer. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Da.
Wunder, wunderschön. Ja, die zwei habe ich mir ausgesucht. Und rein packe ich drei Sachen, weil einmal von Rivaldo Lupiang, das ist einer dieser neueren, der, wenn der trocknet, dann hat er einen Matt-Effekt. Das ist so ein schönes Taub-Grau-Braun oder so. Der kommt rein, das ist die Nummer, Time for Taub, die 37. Und dann noch zwei, die habe ich noch gar nicht lange, habe die glaube ich erst einmal nur probiert. Von Essence Top Coat und Base Coat, diese Gel Nail Polish Reihe. Ne, die gibt es ja noch nicht so lange. Da haben wir hier den, was ist das? Den Top Coat und die Base Coat, genau. Ja, und die beiden zusammen, vielleicht hat ja jemand Interesse dran. Ich hoffe es. Ja, dann haben wir das doch gut gewechselt, gut getauscht und ich hoffe, es kommt alles heile an. Aber hier ist genug Knallfolie drin. Genau, packen wir das so da rein, dann hätten wir die Nagellackbox auch erledigt und gehen direkt über zum nächsten. So, ja, ich muss sagen, die Franzi hat das wirklich toll gemacht mit den unterschiedlichen Boxen. Also erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an dich, liebe Franzi, für die Mühe. Die hat das Ganze ja gestartet. Und Franzi hat eine Box gepackt, die nächste ist jetzt Kosmetik neu. Ja, das ist so eine ehemalige Douglas-Box. Neue Kosmetik. Ich bin gespannt. Ja, ich gucke jetzt mal da durch und zeige euch jetzt sofort, was ich mir ausgesucht habe. So, ihr Lieben, es geht weiter. Also ich habe ja jetzt mal diese schöne Box mit der neuen Kosmetik durchforstet und wirklich wunderschöne Sachen. Ja, aber ich habe mich jetzt entschieden für drei Produkte. Unter anderem ist dabei von Terra Naturi ein Monolidschatten. Das ist so ein schönes... Ja, ich habe jetzt, war jetzt noch nicht mit dem Finger drin. Die 04 Pebble mit Doppel-B finde ich wunderschön. Ich mag ja Naturkosmetik und mir hat der Lidschatten, jetzt kann ich ja reingehen. Oh, ganz, ganz weich. Wow. Und der ist matt. Das ist, was ist das für eine Farbe? Grau-blau würde ich fast sagen. Nicht richtig grau, nicht richtig blau. Wunderschön. Den habe ich mir ausgesucht. Dann habe ich mal, da lag ein Pinsel drin und ich liebe Pinsel und von dieser Marke habe ich noch gar keinen, kenne ich auch nicht, Thies, Trend Cosmetics, das ist so ein Lidschattenpinsel, ich zeige euch mal, auch wunderschön designt und das ist so ein schöner Lidschattenpinsel, fühlt sich gut an, ich liebe Pinsel und ja, ich finde den wunderschön und deshalb habe ich mich für den entschieden und als drittes und letztes kenne ich auch nicht von Jeon oder so. Jeon. Das ist so ein Pencil and Powder Shadow. So ein 2-in-1 Produkt. Das ist wohl die Firma. So sieht die Verpackung aus. Und das ist die 02 Brow Liner in Peach. Also irgendwie fand ich das sehr interessant. Ich zeige es euch mal. Der sieht dann so aus. Und ja, da haben wir hier einmal auf der Seite, das sieht man schon, das ist der Peach-Ton. Das ist so ein Upsala, kommt schon rausgeschossen. Das ist hier, genau, hier haben wir dann den Lidschatten. So ein wunderschöner Peach-Ton, auch den kann ich ja jetzt mal, oh ja, sehr schön. So ein bisschen metallisch, ne? Ja, hier drin in der Kappe ist das Puder, fand ich ganz schön. Sowas habe ich noch gar nicht. Und hier haben wir dann den Eye Pencil zum Rausdrehen. Und das scheint mir so ein Bronzebraun, glaube ich, zu sein. Ja. Passend zusammen auch, finde ich, sehr gut. Passend zusammen auch. Ja, man merkt, es ist doch schon ein bisschen spät am Abend. Aber ich fand den interessant. Ja, die drei Produkte habe ich mir rausgesucht. Also diesen Pencil hier. Terra Naturi und diesen Pinsel. Und rein lege ich. Ich glaube, ich habe gerade schon gesehen, ich habe den Pinsel, den kriege ich von der Länge gar nicht da rein. Ich habe jetzt auch, ich war nämlich letztens mal bei Müller und da gab es Pinsel von Barbara Hoffmann und der ist sogar vegan, steht hier. Das ist auch ein normaler Lidschattenpinsel und fand ich interessant, ein veganer Pinsel, Lidschattenpinsel. Ja, den tue ich jetzt da rein, aber vielleicht sieht man das, Ich glaube, ich nehme den da raus und knüttel das. Ich versuche, dass ich die... Aber schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall kommt der Pinsel da rein. Dann eine Mascara von Yves Rocher. Die ist sogar noch eingeschweißt.
Das ist die Mascara Lash Plumping Mascara. Oh, spiegelt sich jetzt wahrscheinlich durch die Folie. Auf jeden Fall eine Mascara. Und als Herzstück, ich war bei Douglas gestern und von Youstar hatten sie da diese Paletten. Das ist die Chocolate Palette. Und die fand ich ja mal hammer interessant. Da haben wir hier ein paar schimmrige Brauntöne. Und hier, die sind alle matt wohl. Also so erscheint es mir. Ich habe die jetzt noch nicht geöffnet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tolle Farben. Ich glaube, hier ist auch noch ein Pinsel drin. Ich kann es ja mal vorsichtig öffnen. Ja, ich mache es jetzt einmal auf. Da haben wir hier noch einen doppelseitigen Pinsel und hier sieht man nochmal die Farben. Ja, und ich dachte mir, komm, die darf sich jetzt ein Mädel, ja, vielleicht gefällt sie auch niemanden, aber ich hoffe, dass die Pigmentierung gut ist. Ja, ich versuche, also die drei Sachen lege ich jetzt da rein, für meine drei Sachen. Ja, und wie gesagt, wenn der Pinsel, Nadine, du kriegst den als nächstes die Box, findest du den Pinsel ohne Verpackung, dann weißt du, es liegt daran, ich kriege es sonst nicht in die Kiste. Ja, sonst schicke ich dir die Plastikverpackung nach, wenn du die haben möchtest, falls du dich für den Pinsel entscheiden solltest. Ja, das ist, hier steht drauf, hergestellt in Handarbeit. Oh, mit Hightech-Haar. Okay, ja, ich würde sagen, das war die Kosmetik-Neubox und weiter geht's mit der nächsten Box. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zur Gesichts- und Körperpflegekiste. Eine Riesenbox. Und da habe ich mir Folgendes ausgesucht. Da lag doch tatsächlich vom Montagne Jeunesse eine Maske drin. Diese, was ist das? Manuka Honig Peel-Off. Ja, ich liebe diese Masken, deshalb musste die mit. Habe ich mir die rausgesucht. Dann was für die Füße von Fly High oder Beauty Bird. Aktive Fußgel. Ja, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf. Das riecht total nach Minze. Boah, das rieche ich schon. Das ist speziell für, hier steht drauf, belebt, kühlt und vitalisiert heiße, strapazierte und müde Füße. Ja, und gerade nach dem Joggen oder auch nach einem längeren Spaziergang ist sowas nicht schlecht. Ja, freue ich mich drauf. Und dann habe ich mich noch für diese große Pulle von Lufos, das ist so ein Shampoo für die Haare, hier Heilerde, und ohne Silikone und sowas habe ich, also von der Firma habe ich noch nie ein Shampoo benutzt. Eine Riesenpulle mit 200 Milliliter, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, die drei Produkte und dann packe ich da rein, ich habe das jetzt hier unten schon mit Tesa ein bisschen zugeklebt, sicher ist sicher, eine lecker duftende Bodylotion von Aveo. Ich, wie gesagt, ich war ja gestern im Müller und dann habe ich mir zwei Sachen, seht ihr jetzt davon. Das ist halt eine Bodylotion mit Kokosduft und ich kann euch sagen, die riecht wirklich granatenscharf nach Kokos. Genau. Dann, das habe ich auch im Müller dann mitgenommen, ganz neu gibt es vom Palmolive so eine neue Reihe, die Feel Good Reihe. Das ist, nee, die Aroma Sensation Reihe und dieses Duschgel heißt Feel Good. Ja, und das kann ich bestätigen, wenn man daran schnuppelt, ne, habe ich ja jetzt schon zugeklebt, das riecht so, so gut, wirklich total erfrischend. Ja, vielleicht findet das ja jemand gut. Und dann als drittes Produkt von Altera. Ich liebe diesen Reinigungsschaum. Ich hatte den auch schon mal. Das ist der Reinigungsschaum für unreine erwachsene Haut. Und der ist klasse. Ja, den habe ich auch nochmal mitgenommen und packe ich jetzt hier rein. Die drei Sachen sind auch noch alle unbenutzt. Und ja, vielleicht findet sich ja jemand, der sich darüber freut. Ja, dann würde ich sagen, auf, ihr Lieben. Zwei Boxen haben wir noch vor uns. Bis gleich. So, weiter geht's. Die vorletzte Kiste, die vorletzte Box ist mit Parfüm und Proben bestückt. Ja, da bin ich durchgegangen. Ne? Die ist auch bunt gemischt mit allerhand Sachen. Und ich habe jetzt aber nur eins für mich gefunden. Dafür finde ich aber, gefällt mir der Duft sehr, sehr gut. Und der Flakon sieht auch göttlich aus. Schaut mal. Kenne ich gar nicht. Da steht drauf Sex and the City. Ach, von dieser Serie, ne? Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die diese Serie noch nicht geschaut hat. Nicht wirklich. Das ist so ein, wie soll ich den Duft beschreiben? Ein frischer? Also schon eher frisch, nicht zu süß. Bisschen verführerisch, ja. Gefällt mir. Auch der Flakon macht was her. Und dafür mache ich jetzt rein das Wunderwasser. Dieses hier. Das hatte ich nämlich auch zweimal. Ne? Also das sind auch Sachen, ihr seht ja, die sind teilweise dann schon benutzt, ne? Aber das hier riecht einfach nur, ja, ich finde das ganz, ganz toll. Und da ich es doppelt habe, trenne ich mich von meinem Wunderwasser. Ja, das war die Kiste mit den Parfüms und Proben.
Und jetzt kommen wir noch zur Krimskramskiste. So, jetzt habe ich hier noch die letzte Box, die Krimskramskiste. Ja, da habe ich jetzt mal so durchgestöbert. Da sind sehr viele so Täschchen, wo man was reinstecken kann, drin. Ganz süß fand ich, hat die liebe Sandra eine tolle Idee gehabt. Für jeden, der noch kommt, ein bisschen Glück von der Sandra. Ja, und das sind dann hier so schöne kleine Schweinchens. Finde ich toll, die Idee, Sandra. Das heißt, jeder darf sich jetzt ein Schwein nehmen. Da muss ich das jetzt hier irgendwie aufmachen und vorsichtig zumachen. Mache ich gleich. Ich nehme eine Sau raus, ein Schweinchen raus, und dann geht das, die restlichen Schweinchen wandern wieder in die Krimskramskiste. Dann habe ich mir noch rausgesucht, diese Kette. Ich weiß auch nicht, ich stehe auf so Schnickschnack. In diesem Beutel, ich hole sie mal raus. Ich habe sie noch gar nicht rausgeholt. Ja, alles andere war jetzt nicht so meins, aber ne, das ist jetzt hier, finde ich auch ganz toll. Ist ziemlich schwer, aber von hinten könnte man auch andersrum tragen. So sieht sie von der Seite aus. Und hier mit den, auch finde ich richtig toll. Und dann haben wir hier, Moment, wie geht das denn? Naja, ich fuckel mal so für mich, aber ich fand das ganz schön. Kann man halt so am länger tragen oder mal gucken. Aber ich fand die irgendwie krimskramsmäßig total süß. Und ich packe jetzt da rein, ihr wisst ja, ich liebe Edelsteine. Und zwar finde ich diesen wunderschön. Das ist ein ganz besonderer Jaspisart. Und zwar ist das ein Cappuccino-Jaspis. Ja, weil der hat halt so diese Cappuccino-Farben, sag ich mal. Ein ganz, ganz besonderer Jaspis. Den gibt es nicht ganz so oft wie die anderen Jaspisse. Jaspisse, hört sich interessant an, ne? Der kommt in die, fast schon zu schade für Krimskrams. Ich hoffe, er geht nicht unter. Ich glaube, ich stecke ihn noch in ein Säckchen gleich. Dann kommt noch ein Telefonkabelband. Davon habe ich mittlerweile so, so viele. Und das ist so eine schöne, frische Farbe für den Sommer. Dann kommt da ein Teelicht rein. Ich habe mir jetzt bei diesem, Krimskramsladen hätte ich fast gesagt, Depot. Das ist so ein Dekorationsladen. Und da gab es so schöne, bunte Teelichter. Das sind so extra hohe. Und die sollen angeblich 7 bis 8 Stunden, soll dieses Teelicht brennen. Das kommt mit da rein. Für den Sommer ja schön, für so einen Sommerabend. Dann kommt noch als letztes, war es das dann? Ja, ich sag mal so, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft läuft ja noch, ne, Mädels. Und ich verfolge die Spiele, nicht alle, aber wenn ich Zeit habe, verfolge ich die. Die läuft ja in Kanada und dann durch die Zeitverschiebung sind die Spiele sehr spät. Aber da habe ich noch ein unbenutztes Schweiß hier für die Arme. Vielleicht, gefällt das ja jemand. Genau. Also das ist jetzt, ich meine, ich habe mir jetzt nur die Kette rausgesucht, aber ich dachte mir, ich packe das, glaube ich, irgendwie, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, das war jetzt die letzte Box, genau. Und ich räume mal eben, Moment, ich packe das mal hier so rein. Moment. Schweinchen muss ich mir gleich noch nehmen. Wisst ihr was, ich räume mal eben auf und dann kommen wir noch zu dem Goodie von der lieben Sandra. Bis gleich. So, das habe ich hier ein bisschen klatschiff gemacht. Ja, das waren jetzt die Boxen. Ich habe was Schönes gefunden für mich jeweils in den Boxen. Und ja, jetzt kommen wir noch zu dem Goodie von der lieben Sandra. Ich bin gespannt. Ich entferne mal diese schöne Klammer. Oh, ich sehe schon. Oh, lecker. Sandra, du scheinst mich doch auch schon etwas genauer zu kennen. Ach, ist das süß. Schaut mal, sie hat mir 3 Pakete Esspapier reingepackt. Liebe Esspapier, und Sandra, ich glaube, eins davon muss heute Abend noch dran glauben. Ich bin da richtig süchtig nach. Das ist einmal total witzig hier mit diesen Monstern. Apfelgeschmack haben wir hier. Tutti Frutti. Oh, das riecht schon so lecker. Und Erdbeer. Ich glaube, ich esse gleich Apfel. Ganz, ganz lieben Dank, Sandra. Ich bin verrückt nach Esspapier. Das kann man sich nicht vorstellen. Ach, wie schön. Dann hat sie auch am Puma gedacht. Ach, wie niedlich. Das ist ja lieb. Die kenne ich ja gar nicht. Von Vitakraft Treaties Bits. Wow. Mit Leberwurstgeschmack. Ja. Also wenn Puma schon das Wort Leberwurst hört, dann kommt er meistens. Ganz, ganz lieben Dank. Finde ich total klasse und lieb von dir, dass du an Puma gedacht hast. Und eine Kerze. Oh, die riecht ja toll. Eine Yankee Candle. Ich werde nicht mehr. Ich liebe ja Yankee. Das ist Fresh Cut Roses. Und ich liebe ja, sorry,
Ein Bäuerchen. Ich liebe ja Rosenduft über alles und ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, die habe ich in Votivform noch nicht. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Wahnsinn, so viel. Und als letztes hat sie mir hier noch in Geschenkpapier sogar was. Jetzt bin ich aber neugierig. Mann, hast du dir eine Mühe gemacht, Sandra. Und sehr gutes Tesafilm habt ihr. Was ist das? Moment. Ach, wie niedlich. Diese kleine Schutzengelmünze soll all deine Träume und Wünsche erfüllen. Ist das nicht toll? Ich stehe ja auch total auf sowas, ne? Auf so Talisman-Gedöns und Engel sowieso. Moment, kann ich den? Ach, ist das schön. Dankeschön. Guckt mal, hier ist die Münze drin. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Total schön. Das ist jetzt meine Glücksmünze. Schutzengel. Ich passe jetzt immer auf dich auf. Na prima. Ach, das ist so schön. Ich lasse die erstmal da drin. Ich habe Angst, dass die sonst gleich noch aus Versehen wieder mit in die Kiste wandert. Tausend Dank, liebe Sandra. Ich freue mich riesig. Und Puma auch. Der hat das gerade schon gehört, glaube ich. Wo Puma, komm mal her. Du hast einen Lecker bekommen. Wo bist du? Pümchen. Nadine hat Lecker. Leberwurst. Komm, wir testen das jetzt hier vor der Kamera. Ich halte mal meinen Rüssel ran. Okay, das sind so kleine süße Kissen, die sind so ein bisschen weich. Puma, wo bist du? Komm mal her. Ich habe einen Lecker. So, jetzt habe ich ihn doch noch gekriegt. Hier ist der Puma. Puma, sag mal hallo. Hallo Sandra und Dankeschön. Oh, ich denke mal, liebe Sandra, der Puma, der ist jetzt schon sehr müde. Bist müde, wo? Ja, du bist müde. Hier kriegst du jetzt einen Lecker. Also Puma sagt jetzt schon mal wieder Tschüss, ne? Du dampfst jetzt ab mit deinem Leckerli. Ich denke, also, das wird dir, glaube ich, schmecken, ne? Ja, also danke nochmal. Okay? Ja, ich hab dich auch lieb. So, hier, bitteschön. Und ja, er ist schon weg, Sandra. Tolle Idee, danke. Da sind ja noch einige drin. Köstliche Happen mit Leberwurst. Mit extra hohem Fleischanteil. Boah, ich bin platt. Ja. Und was ich jetzt als Goodie der lieben Nadine mit auf den Weg gebe, das müsst ihr euch dann bei Nadines Video anschauen. Das möchte ich jetzt natürlich noch als Überraschung lassen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich. Mir hat das total Spaß gemacht, auszupacken, zu gucken und was reinzulegen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr Lieben. Ja, und dann würde ich mal sagen. Ich werde mir jetzt mal erstmal einen schönen Platz suchen für meine Schutzengelmünze hier. Finde ich ja klasse. Und Esspapier naschen. Boah. Voll Hunger drauf gerade. Und ja, Puma ist übrigens jetzt wieder hier und guckt mich gerade mit diesem Bettelblick an. Ne? Die Hundebesitzer kennen das bestimmt. Dieser typische Bettelblick. So, ich habe schon Sprachstörungen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Verfolgt bitte die anderen Mädels und falls ihr die vor mir noch nicht gesehen habt, dann würde es sich bestimmt lohnen für euch, wenn ihr mal da reinschaut. Ich verlinke alle Mädels. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich kriege alles wieder in die Kiste. Auch mein Goodie für Nadine. Ich bin gespannt. Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit und würde mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.